0890 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben, mit kleiner Verspätung sind wir da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio am Mittwoch. Wie immer mittwochs eine freie Nacht, eine offene Themenrunde. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, völlig egal über was, dann meldet euch bei mir unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns ganz einfach unter domian@wdr.de plus eure Telefonnummer und plus euer Thema, über das ihr gerne sprechen wollt. Der erste Anrufer heute Nacht. Ich freue mich, ihn begrüßen zu können. Das ist der Jan und Jan ist 37. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Jan. Ich bin aus Köln. Domian, ich wollte... Du bist aus Köln, wie schön. Ich auch. Ja, habe ich gehört. Ja. Ich wollte anknüpfen an das Thema von gestern, vernachlässigte Kinder. Ja. Und bei mir ist das halt so, ich bin 2,5 Jahre bei meinen leiblichen Eltern aufgewachsen. Mhm. Und bei mir ist das schlimmer, also ich bin nach 2,5 Jahren vom Jugendamt gefunden worden. Das weiß ich von Papieren von 1973. Ja, wo gefunden? In der Elternstube meiner leiblichen Eltern. In der Elternstube? Ja. Also in der Wohnung der leiblichen Eltern? Ja, wohl total verwahrlost, ja. Und wo waren die Eltern? Das weiß ich nicht, da weiß ich gar nichts drüber, das ist ja das Schlimme. Also ich war schwer krank, also ich habe wohl 2,5 Jahre nur von Wasser und Brot gelebt und... Mhm. Also ich war wohl kurz vorm Verhungern, so weiß ich das halt. Mhm. Also ich wurde dann schwer krank. Ich hatte Rachitis, die englische Krankheit, das ist eine Knochenweiche. Ja. Also meine Pflegemutter, also ich bin dann bei 2 verschiedenen Pflegeeltern gewesen und meine dritte Pflegemutter, die hat mich dann letztendlich aufgenommen. Mhm. Und die hat dann mit mir halt, also das war damals ein Wunder, die hat mit mir Übungen gemacht und hat mich also quasi ja ganz gesund bekommen, sage ich jetzt mal. Mhm. Hat die psychische Belastung. Mhm. Das Schlimme eigentlich, diese Willkür der Jugendämter, ich bin dann halt aufgewachsen bei meiner Pflegemutter und also bist auch groß geworden dann bei ihr, bist bei ihr geblieben, bis du erwachsen warst. Ja, genau, also bis zu meinem 17. Lebensjahr. Und hast auch ein gutes Leben dort gehabt, eine gute Jugend und Kindheit. Ja, gut, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal. Also sie hat sehr um mich gekämpft, das danke ich ihr jetzt auch so. Ja. Das ist einfach ganz klar so. Ja. Als ich 10 Jahre alt wurde, war es dann halt so, dass ich war draußen am Spielen, wie immer, und mein Pflegevater, der lag zur Zeit im Sterben. Mhm. Und dann haben meine Freunde, die kamen dann plötzlich zu mir und sagten, du komm mal bitte, da sind 2 Menschen, die möchten mit dir sprechen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme mit. Und dann dann standen da zwei, also ein Mann und eine Frau vor mir. Und die Frau, die hatte ein blaues Auge, so war das. Und dann sagten sie nur beide, mein Vater sagte zu mir, erkennst du uns nicht? Und dann habe ich gesagt, nee. Ich sag, wer seid ihr denn? Ja, wir sind deine Eltern. Und dann habe ich gesagt, nee, meine Mama, mein Papa, sie sind drin, komm doch mal rein. Mhm. Aufgrund dessen hat er mir dann damals 10 D-Mark in die Hand gedrückt, dann sind sie beide verschwunden. Mhm. Also das waren die leiblichen Eltern, die irgendwie so aufgetaucht sind? Ja, einfach wieder so aufgetaucht, ja. Und sind die dann später nochmal aufgetaucht? Nee, ich habe nie mehr wieder was von denen gehört. Mhm. Das Schlimme ist eigentlich, ich war damals im Kindergarten, also in der Schule war ich immer so der Mittelpunkt. Mein Handicap war halt auch, durch diese Krankheit hatte ich mein Leben lang bis zu meinem 18. Lebensjahr gelbe Zähne. Mhm. Und das war ein Spießrutenlauf. Jeder dachte halt, ich hätte meine Zähne nicht geputzt und in der Schule und wie das dann halt so damals war, also ganz schlimm eigentlich. Mhm. Aber lass mich das nochmal fragen. Ja. 2,5 Jahre bei den leiblichen Eltern und dann hat das Jugendamt dich dort gefunden. Ja. Das heißt, da muss etwas ganz Dramatisches vorgefallen sein. Danach hast du die Eltern nur einmal noch bei dieser dubiosen Begegnung gesehen. Ja, genau. Weißt du denn Näheres, was genau damals vorgefallen ist? Das ist genau das Schlimme. Ich habe dann, als ich dann 17 war, anfing zu arbeiten, da war es dann halt so, ich bin zu Hause ausgezogen und ich wohnte in einer kleinen Stadt. Ja. Und meine Pflegefamilie ist halt sehr bekannt, meine Mutter sowieso. Mhm. Und wenn ich durch die Stadt gegangen bin oder wenn ich auf Arbeit gewesen bin, die Leute, die kannten mich und die haben mich dann immer wieder gefragt, ja, lebst du noch bei deinen Pflegeeltern? Mhm. Auf meine Antwort dann hin, ich lebe alleine. Ja, das war ja eine große Sache damals mit dir. Und dann habe ich mal gefragt, ja, was war das denn damals für eine große Sache mit mir? Könnt ihr mir das denn nicht sagen? Nee, das musst du selber herausfinden. Also konnten das denn deine Pflegeeltern dir nicht sagen? Nee, im Klartext, da ist ein ganz großes Geheimnis am Anfang deines Lebens, das du bis heute nicht gelüftet hast. Ja, genau. Kann man denn nicht zum Jugendamt gehen und da Akteneinsicht erbitten? Genau, das habe ich gemacht. Ich bin dann zum Jugendamt gegangen, habe dann darum gebeten, dass ich Akteneinsicht bekomme. Mhm.
Und dann hieß es zu mir, wenn ich das lesen würde, dann wäre mein Leben zerstört. Ach. Und das war dann eigentlich noch schlimmer für mich. Ja, aber hallo, wie kann man denn sowas sagen? Ja, entweder gibt man die Akte oder man gibt sie nicht. Das waren, also ich habe die beiden Akten gesehen, das waren zwei Akten mit meinem Namen. Und also das war schon ganz schlimm für mich. Hat man denn eigentlich, das weiß ich gar nicht, hat man ein Recht darauf, in eine solche Akte Einblick nehmen zu können? Das habe ich dann, also ich musste dazu noch erzählen, ich habe dann bei der Staatsanwaltschaft in Bielefeld angerufen. Mhm. Und dieser, ich werde es nie vergessen, da war ich auch 18 Jahre alt und dann sagte der zu mir, dieser Herr von der Staatsanwaltschaft, sagen Sie, sind Sie derjenige von 1969? Und dann habe ich gesagt, ja, der bin ich. Und dann sagt er, Mensch Junge, dass ich das nochmal erleben darf, das war damals eine ganz große Sache mit dir. Und dann habe ich den auch gefragt, ja, was war das denn für eine Sache mit mir? Ja, das musste das Jugendamt sagen. Ich habe dann, wie gesagt... Aber das beantwortet noch nicht meine Frage. Ja. Muss das Jugendamt letztendlich dir die Akte geben, wenn du darauf bestehst? Scheinbar nicht, denn ich habe es dann Mitte der 90er Jahre mit meinem Rechtsanwalt probiert und der hat die angeschrieben. Und ich habe es dann nochmal im Jahre 2000 probiert. Ich habe es nie hinbekommen, dass ich da Akteneinsicht bekomme. Aber wie hat der Rechtsanwalt dir denn die Rechtslage erklärt? Da kann ich mich gar nicht mehr so weißt richtig du nicht daran genau. erinnern, das weiß ich nicht mehr. Na, das ist aber wirklich eine Belastung. Du bist jetzt 37 Jahre alt und da sind 2,5 Jahre der Beginn deines Lebens, wo irgendetwas ganz Schlimmes mit dir passiert ist offensichtlich. Ja. Du erahnst das und niemand sagt dir, was es war. Und genau so ist das. Aber dann könnte doch beispielsweise, nehmen wir mal an, dass es wirklich etwas so ganz, ganz Umwerfendes, dann könntest du doch zum Beispiel mit einem Psychologen zusammenarbeiten, der Psychologe geht hin und sagt, ich möchte die Akteneinsicht haben und werde mittels meiner Erfahrung mit dem Menschen das besprechen und ihm näher bringen. Das habe ich auch schon probiert. Das hast du auch schon probiert? Das habe ich hier in Köln auch schon probiert, aber ich war hier in einer psychologischen Behandlung wegen einer zweiten Sache noch, also das ist auch so ein posttraumatisches Ding gewesen und ich habe mit ihr darüber gesprochen und sie hat mir dann, wie soll ich sagen, ins Gewissen geredet, sollen wir das wirklich machen, aber sie würde auch die Rechtslage nicht kennen, also ob ich jetzt das Recht hätte, diese Akteneinsicht aus datenschutzrechtlichen Gründen, denke ich jetzt so, mal. Ich bitte, ich muss jetzt einen Aufruf nach draußen starten. Wir haben natürlich auch sehr viele Juristen unter den Zuschauern. Ja. Bitte mailt uns doch, wie die Rechtslage ist. Die Frage ist ganz einfach. Ja. Habe ich das Recht als Betroffener in meine Akte im Jugendamt Einblick zu nehmen, wenn ich schon erwachsen bin? Das ist die Frage. Ja oder nein? Ne? Also, genau. Wenn, da wird sicher eine ganze Menge gleich hier ankommen. Bitte meldet uns unter domian@wdr.de. Werden wir dir weiterreichen, Jan? Das wäre sehr nett. Dann kannst du sehen, was du daraus machst und wie du damit umgehst. Wenn es wirklich so etwas Schwieriges ist oder Schlimmes ist, fände ich es wirklich nicht schlecht, wenn vielleicht ein Psychologe zuerst sich das, also ein Psychologe deines Vertrauens natürlich, sich das zuerst anguckt und dann vielleicht gemeinsam, dass ihr gemeinsam darüber sprecht, wie ihr das dann angeht, das Ganze. Ja, das sehe ich genauso. Vor allem auch, weil mir auch bekannt ist, dass meine leibliche Schwester beispielsweise, die ist ja gleich dann nach ihrer Geburt von meinen leiblichen Eltern weggeholt worden, also sofort. Ja. Also das sind halt alles so Dinge, die ich weiß, aber nie konkrete Antworten auf meine Fragen. Also ich kann dich verstehen. Ich würde genauso suchen und forschen, wenn ich du wäre. Und vor allen Dingen, wenn ich solche Antworten erhalten hätte wie du, nach dem Motto, das war die Sache, dann wird man ja noch neugieriger. Ja, natürlich. Und will wissen, was mit einem los ist. Also ich bin gespannt auf die Antworten von meinen Zuschauern. Ja, das ist toll. Wir werden dich informieren, Jan. Das ist sehr nett, du. Und dann... wirst du vielleicht noch mehr über deine Vergangenheit erfahren in der nächsten Zeit. Wenn das so sein sollte, können wir ja gerne, wenn du das möchtest, nochmal miteinander telefonieren und darüber sprechen. Ja, sehr gerne. Okay. Das machen wir. Okay, Domian. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Ja. Tschüss, Jan. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer, wenn ihr uns auch erreichen wollt, hier live im Radio und im Fernsehen oder mailt ganz einfach unter domian@wdr.de. Es geht weiter mit Felix. Und Felix ist 35. Guten Morgen. Morgen, Domian. Ja, Felix, was ist dein Thema? Ja, also ich habe also ein Thema, ehrlich gesagt, ich habe also bis jetzt eigentlich noch nie in meinem Leben richtig darüber gesprochen. Mhm. Es geht ja einfach um Folgendes. Es wurde also bei mir in der Kindheit, ich denke mal, dass das so vom 7. bis 8. Lebensjahr gewesen sein muss, wurde eine Verkrümmung meines Gliedes festgestellt. Eine Verkrümmung? Ja, mhm. Und jetzt war es halt so, dass ich, oder meine Eltern mir sagten, dass ich dieser halb eben operiert werden sollte. Mhm.
weil ich eventuell sonst später nicht die Möglichkeit hätte, mit einer Partnerin Geschlechtsverkehr auszuüben. Mhm. So, und was mir auch noch in Erinnerung war, ist halt, dass meine Mutter mir mal sagte, wenn ich mich jetzt nicht operieren lassen würde, dann könnte es sein, dass ich meinen Eltern später einmal sehr böse wäre. Mhm. Gut, und es wurde dann ein Versuch gestartet in einer Kinderklinik in Köln, also nicht in meinem Heimatort, es war also einige Kilometer weg. Ja. Und es sollte also gemacht werden und ich lag dann, glaube ich, ungefähr eine Woche da und es tat sich nichts. Also ich wurde nicht, nicht zur Operation aufgerufen, trotz Ankündigung und trotz Operationsplan und so weiter. Ja. Ja, und dann haben meine Eltern halt die Konsequenz gezogen und haben gesagt, dann müssen wir es woanders versuchen. Mhm. Und sind dann mit mir nach Krefeld. Mhm. Und dort hat es dann auch, ich glaube, innerhalb von 2 Wochen, also ich kam ziemlich bald dann zur OP dran und war innerhalb von 2 Wochen dann auch entlassen. Ja. Ja, und dann war es halt so, dass ich hinterher auch meines Wissens, das ist, ich meine, das ist schon relativ lange her, aber so 3-4 Mal noch, dass das kontrolliert oder untersucht wurde, so wie es eben ging. Mhm. Das aber wohl nicht abschließend geklärt werden konnte, ob das denn nun eine vollends geglückte Operation war oder nicht. Also das konnte man nicht sehen, ob es dann nun begradigt war oder... Ja, also was ich so mitgekriegt habe und noch weiß von damals, ich habe also ehrlich gesagt mit meinen Eltern aus Schamgründen nicht drüber sprechen können, war es halt so, dass der Arzt sich meines Erachtens nicht... letztlich klar geäußert hat, ob das jetzt eine gelungene Operation war oder nicht. So, und dann ist die Sache blieb die Sache auf sich beruhen, oder wie? Dann war es so, dass, ich muss dazu sagen, ja, es ist so, wie du gerade gesagt hast. Ja. Und zwar ist es ja so, dass natürlich vielleicht eine OP noch, sag ich mal, notwendig gewesen wäre, dass ich aber natürlich im Alter von, sag ich mal, 9 Jahren, oder 10 Jahren, natürlich damals heilfroh war, nicht nochmal. Die Sache vom Tisch zu haben, ist klar. So, aber dann wurdest du ja irgendwann älter, kamst in die Pubertät und dann konntest du es ja selbst auch beurteilen. Ja. Wie war es denn dann? War er gerade oder war er nicht gerade? Tja, jetzt komme ich auch nochmal zu einem Problem. Und zwar, es ist also so, dass vollends gerade in meinen Augen nicht nur das, wichtigsten Punkt zu kommen, es ist halt so, dass ich in der Hinsicht so unsicher und gehemmt war, dass ich also bis heute nicht einmal Sex gehabt habe. Also du hast noch keinen Sex gehabt, weil du so unsicher bist. Richtig. Du bist jetzt gehemmt, blockiert. 35 bist du jetzt. 35 bin ich. Noch keine sexuelle Erfahrung gehabt? Nee, aus diesen Gründen eben. Ne? Also noch gar keine oder nur noch nicht mit einer Frau geschlafen? Also nee, noch gar keine. Gar nichts? Also kein Petting rumfummeln und spielen und so, gar nichts? Nee, noch gar nicht, nee. Das heißt, auch noch keine Freundin gehabt? Richtig. Also keine richtige jetzt, nee. Ja. Also ich meine... Ja, jetzt ist ja die entscheidende Frage, wie ist er denn? Wie ist der Penis? Ist er krumm? Also, was ich sagen würde, sicherlich nicht mehr so, wie ich mich vor der OP erinnern kann. Ja. Aber in meinen Augen noch etwas verkrümmt, wobei ich gehört habe... etwas ja gar nicht schlimm ist. Bitte? Ich sag, wobei etwas krumm ja gar nicht schlimm ist. Ja, das ist gut, dass ich es von dir höre, weil das hat mir auch so noch nie jemand so gesagt. Ja. Von daher sage ich mal... Also komm jetzt, Butter bei die Fische, wenn er irrigiert ist, siehst du mich im Fernsehen? Ja. Ja, also das ist der Zeigefinger, wäre jetzt ganz gerade. Ja. Jetzt mache ich mal so... So? So? Bitte? Jetzt guck mal, wie er gekrümmt ist. Das wäre jetzt ein ganz gerader Penis. So, jetzt krümme ich mal den Zeigefinger etwas. Ja. Ich halte es mal ein bisschen anders. So? So? Ja, ein bisschen, ja, so ungefähr, würde ich sagen. Ja. Ja? Ja, würde ich sagen, ja. Das ist aber, glaube ich, also ich würde es jetzt mal so aus der Ferne so ganz grob mal sagen, vielleicht durchaus noch im Bereich des Normalen. Ja, ich denke mal... dass du da recht haben könntest, weil ich denke einfach, dass ich vermutlich vielleicht sonst noch mal operiert worden wäre, weil meine Eltern, denke ich, war da doch schon ein Verantwortungsbewusstsein hatten. Nun finde ich aber die Nachwirkung so dramatisch, dass du aus dieser Unsicherheit heraus dich von Frauen fernhältst. Ja, es ist, na, ich weiß nicht, also ich... Was für ein Verzicht du da auf dich nimmst. Ja, ich habe mir also in meinem Leben, sagen wir mal, wo du es gerade so ansprichst, psychisch immer etwas schwer getan, auch so im Umgang mit Menschen generell. Mhm. Und gut, nun heute ist es so, das sage ich jetzt nur beiläufig zur Erklärung, heute ist es halt so, ich bin seit einigen Jahren Dialysepatient und man hat mir auch den Magen entfernt, komplett. Oh.
Und das ist natürlich was, was, sag ich mal... Warum hat man den Magen entfernt? Ja, es ist so, dass sich, also erst kam ich an die Dialyse und hab dann, das war 1998, ja. Als ich dann an der Dialyse war, hatte ich also einmal Kaffeesatz hatte ich erbrochen. Mhm. So, und dann wurde mir halt gesagt, ich käme um eine Magenspiegelung nicht mehr herum. Mhm. Ja, und dann hat man halt da gesehen, ich hätte einen sogenannten Riesenfaltenmagen. Mhm. Was auch immer genau das ist, weiß ich bis heute nicht so ganz genau. Auf jeden Fall, was ich weiß, ist, dass sich in diesem Riesenfaltenmagen Geschwüre gebildet haben, die immer aufgeplatzt sind und geblutet haben. Ach. Und wo auch der Verdacht der Bösartigkeit da war. Ja, und da ist daraufhin ist der gesamte Magen entfernt worden? Ja, es ist so, dass ich also durch den Stuhl Blut verloren habe, weil ich innerlich geblutet habe und man konnte die inneren Blutungen halt nicht kontrollieren. Mhm. Wie kannst du denn jetzt damit leben? Du kannst doch wahrscheinlich nur kleinste Mengen essen, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, die OP ist jetzt im Januar 7 Jahre her. Ach so. Und am Anfang war es, wie mir der Professor, der mich operiert hat, also es war der Chefarzt selber, der sagte mir, das wäre am Anfang ein recht beschwerlicher Weg, aber später wäre es durchaus machbar. Ja, und das ist so? Das ist auf jeden Fall so. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Dialysegeschichte ist das erheblich schwerwiegendere gegenüber der Magengeschichte. Aber du hast dennoch sexuelle Bedürfnisse und auch Sehnsüchte. Ja. Ja. Hast du irgendwann mit irgendjemandem schon mal darüber gesprochen? Mit einem Freund oder mit irgendeiner vertrauten Person? Es ist einmal so gewesen, dass ich hinsichtlich einer eventuell bevorstehenden Transplantation in einer Uniklinik war. Mit meiner Stiefmutter. Und der Arzt dann noch fragte ja, ob noch irgendwas zu berücksichtigen wäre oder ob ich mal eine OP gehabt hätte im unteren urologischen Bereich. Gut, ich habe aus Scham mich nicht getraut, das zu sagen und habe auch nicht damit gerechnet, dass sie es sagte oder dass sie es wusste, aber sie hat es dann gesagt. Ja, aber da wurde gar nicht weiter dann drüber gesprochen. Nee, das wurde dann... So, Felix, jetzt rate ich dir, also so wie du mir das gerade beschrieben hast, glaube ich, ich weiß das natürlich nicht, glaube ich, dass das noch im normalen Bereich ist. Aber um für dich ganz sicher zu gehen und diese Riesenlast, die du jetzt schon seit 20 Jahren mit dir rumträgst und rumschläfst, ja, geh doch bitte zu einem ganz normalen Urologen und schilder ihm auch nochmal das Problem und der soll das beurteilen. Jetzt wollte ich mal fragen, wo du das gerade sagst, du sagst ja Urologe, Nephrologe bringt nichts, oder? Nein, geh zu einem Urologen. Geh zu einem Urologen. Das ist dessen Job, der beschäftigt sich den ganzen Tag mit dem unteren Bereich des Menschen, bei Frauen und Männern. Und das ist für den einen Blick und er weiß das. Und da muss man sich auch nicht schämen, weil das ist wie ein Frauenarzt halt, das ist dessen Job. Das ist halt so. Ja, ich bin auch früher häufiger beim Urologen gewesen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da auch nie mich da überwinden können. Ja, aber das mach bitte jetzt. Mach es für dich und für dein Leben und deine Lebensfreude. Weil in dem Moment, wo du auch noch von einem Fachmann gesagt bekommst, Mensch, das ist alles in Ordnung, fällt dir doch wahrscheinlich ein ganzes Gebirge vom Herzen runter. Das denke ich. Also ja, das wäre so sicherlich. Das glaube ich auch. Also mach so schnell wie möglich einen Termin und lass dich untersuchen. Und schäm dich nicht. Da gibt es überhaupt gar nichts zu schämen, finde ich. Aber man verpasst ja sonst auch sehr viel. Na, ich sag's dir, aber hallo. Felix. Also, morgen ran ans Telefon und einen Termin machen, okay? Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke dir auch, ne? Dankeschön, tschüss. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema, morgen haben wir ja wieder Themennacht, morgen ist Donnerstag und morgen heißt unser Thema extreme Neigungen. Folglich möchte ich gerne mit Menschen sprechen, die einer wirklich extremen Neigung anhängen. Das kann im sexuellen Bereich sein. Beispielsweise würde ich sehr gerne mal mit einem Mann sprechen, der auf sogenannte Barebacks Partys geht. Das sind Partys, man soll es gar nicht glauben, dass das gibt, aber es gibt's, wo HIV-infizierte Menschen ungeschützten Geschlechtsverkehr haben und auch HIV-negative Menschen hingehen und quasi ein russisches Roulette spielen und ebenfalls dort ungeschützten Geschlechtsverkehr, so eine Art Sexparty ist das, dort haben. Also die sich bewusst dem Risiko aussetzen, sich mit HIV zu infizieren, nur aufgrund des Thrills, der Erregung, der Spannung, gehen Sie dorthin. Also extreme Neigung, vielleicht haben wir so einen Anrufer morgen. Es können natürlich auch, es kann auch extremer Sport sein. Es könnte auch eine extreme Aktivität sein, so wie illegale Autorennen fahren oder U-Bahn surfen oder sowas.
Es kann aber auch eine Eigenschaft sein wie Geiz. Extremer Geiz ist sicherlich auch eine extreme Neigung. Also, das ist unser Thema morgen. Wenn ihr da gerne mitmachen wollt, ihr kennt das ja, ab 0 Uhr anrufen oder auch während der Sendung oder eben heute und ab sofort schon mailen unter domian@wdr.de. Weiter geht es mit jetzt mit der Renate und Renate ist 53 Jahre alt. Hallo Renate. Hallo. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Renate. Ja, deswegen rufst du an, Renate. Ja, auch eigentlich in Anlehnung des Themas von gestern. Es geht um meine Kindheit, die nun auch nicht so toll war. Und ich fange mal, ja, das ist ein bisschen schwierig, aber ich fange mal mit meiner Mutter an. Also ich bin eigentlich mit ihr groß geworden mit dem Satz, wenn du nicht wärst, du blödes Gör, dann wäre ich frei. Oh, das ist natürlich schon ein Todesurteil für die Kindheit eines Kindes. Quasi ja. Ja. Warst du das einzige Kind? Ja. Ja. Gott sei Dank für die anderen, die es nicht gab. Ja, aber ja. Hätte gern noch Bruder oder Schwester. Das hat sie zu dir gesagt, als du ganz klein warst? Ja. Solange du dich zurückerinnern kannst? Ja, solange ich mich zurückerinnern kann, fehlt dieser Satz. Und später auch, als du schon etwas älter warst? Ja. Also sie war hasserfüllt mir gegenüber. Hat sie dich geschlagen? Sie hat mich auch geschlagen. Allerdings die erste Gehirnerschütterung, die ging an meinen Vater, weil der mich über den Flur warf. Und ich sehe mich heute noch diesen ganzen langen Flur da längs schlittern und dann voll mit dem Kopf gegen die Wand knallte. Wie alt warst du da? 4. 4? Und da war ich auch im Krankenhaus. Und die Erinnerung ist noch da? Ja. Ja, mit 4 kann man sich erinnern, ja. Ich wusste das heißt, der Vater war auch nicht anders. Der war auch nicht herzlich und netter zu dir. Ja, zu dem komme ich gleich. Ich trenne das jetzt mal so ein bisschen, sonst verwickel ich mich nachher und dann wird das konfus. Ich wusste lange nicht, wer das war, ne, der mich geworfen hatte. Das habe ich alles erst später in der Therapie rausgefunden. Ach so. Dass das mein Vater war. Ach so. Und nicht meine Mutter. Meine Mutter hatte dann die zweite Gehirnerschütterung verursacht, weil ich da so zappelig war und sie wollte mich anziehen und ich war auf so einem Hocker, damit sie mich besser anziehen konnte. Und ich war ganz unruhig, weil es zu meiner Oma ging. Und da habe ich mich sehr gefreut drüber. Und da war sie stinkwütend, dass sie ihr blödes Gehör nicht angezogen bekam. Hat mir eine geknallt und dann bin ich so mit dem Stuhl nach hinten gekippt. Und ich weiß nicht, ob das ein Waschbecken oder irgendwie, also irgendetwas war es jedenfalls, worauf ich mal draufgeknallt bin. Warst du da auch so im Alter von 4 oder ein bisschen älter? Ja, ja. Auch. Und das war die zweite Gehirnerschütterung. Ja. Weswegen ich dann im Krankenhaus war. Ja. Daran kann ich mich nur erinnern, weil immer nur meine Oma in meiner Erinnerung mich besucht hat. Also meine Eltern habe ich da gar nicht, zumindest nicht in meiner Erinnerung, dass sie mich besucht haben. Und die Eltern haben wahrscheinlich irgendetwas da im Krankenhaus gesagt? Ja. Also lügen konnte meine Mutter also ganz wunderbar, ja. Weil sie hat ja auch so geschlagen, ja. Aber ohne dass das im Krankenhaus endete. Ja. Sag doch noch ein paar Sätze zu dem Vater. Mein Vater war auf der einen Seite, ich weiß, seine Beste, seine Prinzessin, seine Süße. Und er war auch der einzige von beiden überhaupt, wo man ein bisschen Liebe bekam. Also wenn man krank war, dann hat er auch mal Geschichten vorgelesen. Ja, die Mutter nie. Nein, überhaupt nicht. Also, warum wollte deine Mutter dich nicht? Weißt du das? Das hat sie mir nie gesagt. Die Ehe der beiden war auch sehr beschissen, auf gut Deutsch. Und sie fühlte sich wahrscheinlich gebunden. Es war ja auch eine andere Generation. Als Anfang der 50er, Ende der 50er gebunden, war ja nun ich da war. Kann das sogar sein, dass du entstanden bist, nicht so ganz freiwillig, dass dein Vater mit ihr geschlafen hat und sie wollte es vielleicht gar nicht? Das weiß ich nicht. Ist ja auch möglich, ne? Kann man ja alles überlegen. Aber sie waren da schon verheiratet. Verheiratet waren sie schon. So, jetzt ist die ganze Jugend, die ganze Kindheit ist für dich, wenn du dich daran erinnerst, nur ein Horrorgedanke, wenn du die Mutter vor Augen hast. Ja. Keine und Zärtlichkeit, kein freundliches Wort, gar nichts. Also ich bin aus dem Bett gefallen, meinetwegen, also als das Gitterbettchen
nicht mehr gab. Ne? Man war rausgewachsen und normales Bett. Und da bin ich zu Anfang immer rausgefallen manchmal. Und die ist überweg gestiegen und ins Bett gegangen. Die hat mich liegen lassen. Wie war das denn zum Beispiel Weihnachten oder an deinem Geburtstag? War sie da mal ein bisschen freundlicher zu dir? Das war der Horror pur. Also Geburtstag kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern, jemals so einen kleinen Geburtstagskuchen oder sonst was bekommen zu haben. Gab es nicht. Auch kein Geschenk? Geschenke gab es schon, aber vom Vater. Vom Vater. Durftest du Kinder einladen zum Geburtstag? Nein, überhaupt nicht. Ich war komplett isoliert. Ja. Durfte keiner in die Wohnung rein, ich durfte keinen mitbringen. Und sie hat auch dafür gesorgt, dass ich so auch sehr isoliert war. Also ich war eigentlich fast stumm, kann man sagen. Ja. So. Wie war die Stimmung bei euch Weihnachten, Heiligabend? Da war meistens Stress, weil die beiden sich dann gestritten haben. Und also mit Weihnachten hatte das nichts zu tun. Meine Mutter war sauer, weil sie kochen musste und das war alles. Also auf keinen Fall war das für dich ein Tag, auf den du dich gefreut hast? Nein, überhaupt nicht. Ich war froh, wenn Weihnachten vorbei war. Hast du dich denn mal, du hast gerade Stichwort Großeltern gesagt oder Oma, hast du dich dort mal ausweinen können und hast du dort gesagt, was los ist? Nein. Also ich habe mich auf meine Oma gefreut, weil Oma hieß leben dürfen. War das die Mutter von deiner Mutter? Nein, die war schon tot. Ja. Es war die Mutter meines Vaters. Ja. Wann bist du raus von zu Hause? Also da war ich nachher 19 oder 20. Also sie hat mich noch mit 19 verprügelt. Und ich habe das nicht mehr gemerkt. Die ist mit dem Kleiderbügel auf mich los. Das war für dich normal? Ja. Das gehörte dazu. So bist du aufgewachsen und die ist halt so. Ja. Ja. Jetzt machen wir mal einen Sprung in die heutige Zeit. Du bist jetzt 53. Lebt deine Mutter noch? Nein, die ist gestorben. Wann ist die gestorben? Die ist 2002 gestorben. Also so lange her ist das noch gar nicht. Hattest du später mit ihr Kontakt? Nachdem du ausgezogen warst, meine ich. Ja, wir hatten noch Kontakt. Und da ging es meistens nur um ihre Eheprobleme und so weiter und so fort. Und zu meinem Vater muss ich noch sagen, das kam erst später in der Therapie raus, dass da auch sexuelle Übergriffe stattgefunden haben. Also rundum eine schlimme Kindheit und Jugend. Ja, ich kam eigentlich darauf, es gab ja mal eine Zeit Anfang der 90er, wo es sehr viele Bücher über Missbrauch gab, wo Betroffene ihre Geschichte niedergeschrieben haben. Und ich glaube, ich habe 15, 17 Bücher geschrieben, gelesen. Ja. Und habe mich immer tierisch aufgeregt über diese Väter und war, was die mit ihren Kindern machen, bis eine Freundin mal zu mir sagte, sag mal, warum liest du diese? Ich habe die zwanghaft gelesen, ohne zu wissen, warum. Und hinterher kam das dann in einer Therapie raus, dass du selbst betroffen warst. Ja. Lebt der Vater denn noch? Nein, der ist 1996 gestorben. Ja. Und da ist die Bombe dann auch geplatzt. Wie meinst du das? Also die ist insofern geplatzt, ich hatte Kontaktabbruch mit meinen Eltern, dann so 93 herum, als ich gerade so mitten in der Therapie war und auch das mit dem Missbrauch des Vaters dann auch noch hochkam. Hast du denen das mal vorgehalten und denen das... Nein. Das nicht. Ich habe einfach gesagt, ich will keinen Kontakt mehr, weil das, da waren so viele Schwierigkeiten zwischen den beiden und dann sollte ich immer die Eheberatung spielen und. Ja. Und ich war hoffnungslos damit überfordert und ich wollte das auch nicht mehr. Und was meinst du gerade mit, da ist die Bombe geplatzt bei dem Tod des Vaters? Ja, weil Kontaktabbruch war. Drei Jahre lang da schon. Und die wussten nicht, warum. Und sie hatten das stillschweigend geschluckt, sage ich jetzt mal so. Du hast es dann gesagt auf der Beerdigung oder bei dem Tod? Ja, das war dann so, dass meine Mutter plötzlich hier anrief und sagte, dass mein Vater im Sterben liegt und wenn ich ihn noch mal sehen will, dann müsste ich ins Krankenhaus sowieso. Er war aber auch nicht mehr ansprechbar, hatte mehrere Schlaganfälle gehabt und so weiter. Nun war ich gerade in der Phase der Aufarbeitung mit dem Missbrauch Vater und dann hat mein Mann mit meiner Mutter gesprochen und gesagt, ich werde nicht kommen und hat ihr auch den Grund gesagt. Ah, ja.
Und da sagte sie, ganz eigentlich überhaupt nicht typisch, ich habe gleich gesagt, das ist sie nicht. Hm. Ach so, deswegen kein Kontakt, ja, dann verstehe ich. Das heißt, dann, sie hat das gewusst? Ja. Umso schlimmer alles. Bitte? Umso schlimmer alles, dass sie es sogar noch gewusst und gedeckt hat. Ja, also das im Nachhinein dann nachher mir ist aufgegangen. Und dann rief sie ein paar Tage später an, und das war so absolut bezeichnend für alles eigentlich, dass sie zu mir sagte, du Scheißbürger, hast mir Rede und Antwort zu stehen. Ich kann das, also ich bin jetzt richtig aufgeregt, weil das hat mich so umgehauen. Ja. Es ist mir scheißegal, ob du krank bist oder nicht, du hast mir Rede und Antwort zu stehen. Und ich werde dich verklagen, wenn du weiterhin so etwas behauptest. Ich bin, also da war ich glaube ich, ich weiß nicht, 43 oder 44 gewesen. Ich bin also in Sekundenschnelle 3 oder 4 Jahre alt geworden. Aber es gab dann keinen Kontakt mehr zwischen dir und deiner Mutter danach? Nein, das gab es nicht, nein. Auch sehr schlimme Geschichte, Renate. Aber du hast es gerade ja schon gesagt, du hast Therapien gemacht und hast dich intensiv damit auseinandergesetzt. Hast du heute das Gefühl, dass du das einigermaßen so verarbeitet und eingeordnet hast zumindest? Also ich habe das, sagen wir mal, alles so verarbeitet, nicht ganz so eingeordnet, ja. Denn ich bin daraufhin nachher noch sehr, sehr krank geworden und bin jetzt chronisch krank. Ich habe so eine Autoimmunerkrankung bekommen. Sicherlich auch eine Folgeerscheinung davon. Ja. Das denke ich heute auch, ja. Kann ich dir noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten oder meinst du, dass du genug Psychologengespräche schon geführt hast? Also ich habe eigentlich genug Psychologengespräche geführt. Ich habe immer heute auch noch von Zeit zu Zeit ein Gespräch bei einer Psychologin. Ja. Aber aufgrund meiner Erkrankung, um mit der jetzt besser fertig zu werden. Renate, dann danke ich dir sehr für dein Vertrauen, dass du angerufen hast. Und wünsche dir jetzt für deine jetzige Erkrankung natürlich alles Gute und gute Genesung und einfach viel Glück für dein Leben und in deinem Leben. Darf ich nur eins noch sagen? Und zwar möchte ich, dass wirklich alle zu... Jetzt ist die Leitung weg. Das war Renate 53 und weiter geht es mit der Denise. Und die Denise ist 17 Jahre alt. Guten Morgen, Denise. Guten Morgen, Domian. Hallo, Denise. Was ist dein Thema? Also mein Thema ist, ich habe mich in 29-Jährigen verliebt und ich bin 16. Du bist 16, nicht 17. Nee, 16. In einen 29, einen uralten Kerl. Ja. Hast du dich verliebt? Ja. Wann? Also schon so seit 3 Monaten. Eigentlich bin ich ja die Babysitterin von der Familie. Ach so, in der Familie, das heißt ja, der Mann ist verheiratet und hat ein Kind und... Ja, genau. Du bist die Babysitterin. Und seit 3 Monaten verknallt. Ja. Aber da läuft noch nichts, oder wie? Nee, da läuft nichts. Das ist nur so ein Gedankenspiel. Was piept da im Hintergrund? Da piept eigentlich gar nichts hier bei mir. Doch, bei dir piept was. Nee, eigentlich nichts. Der weiß aber noch nichts davon. Nee, aber der irgendwie, glaube ich, der ahnt das schon, weil er auch mal so komische Andeutungen macht. Nämlich? Was für Andeutungen waren das? Also, wenn er sagt immer so, ja, wenn meine Frau nicht wäre, da könnte ja was laufen und so sagt er immer. Das sagte er? Dann könnte was laufen? Ja. Ist aber ziemlich heftig und krass schon, ne? Ja. Finde ich. Ja. Wie stark ist denn dein Gefühl für den? Ja, eigentlich sehr stark. Du hast aber keinen Freund im Moment. Nee, hab ich nicht. Also ich höre immer zu etwas piepsen. Aber ich höre eigentlich gar nichts für piepsen. Ja. Bist du im Moment eigentlich dort, wo du arbeitest? Nee. Nee, das nicht. Nee, bin ich nicht. Ja. Was hast du für einen Eindruck, was das so für eine Familie ist? Ja, die Frau, das ist eigentlich so, die behandelt ihn total scheiße so. Ja. Also, weiß ich, was ich jetzt sagen soll. Der hat ja auch gesagt, dass der die nicht liebt und so, weil die behandelt ihn immer total scheiße. Also, die kocht nicht das Essen, weil er essen möchte. Und so, der darf nicht raus alleine ohne die Frau und so. Da musst du mal anlügen, ich gehe woanders hin zur Tankstelle oder zur Trinkhalle zum Beispiel, wenn er zum Kollegen gehen möchte und so. Ja. Denise, ich würde dir raten, jetzt, wenn ich auch nur die wenigen Informationen habe, da die Finger von zu lassen. Weißt du, vielleicht, wenn der dir auch solche Angebote gemacht hat, könnte das auch eine rein sexuelle Geschichte sein.
Nee, das glaube ich aber nicht. Ja, das weißt du nicht. Das weißt du nicht. Ja. Der ist in einer festen Beziehung, der hat eine Familie, der hat ein Kind, der hat Verpflichtungen. Ja, aber der hat ja gesagt, also, dass er den nicht liebt und wenn die Frau nicht wäre, der möchte ja auch jetzt gern von einer Frau trennen, aber die Frau ist jetzt hochschwanger, die kriegt jetzt noch ein Baby von ihm. Also die hat den eigentlich so gesagt reingelegt. Dennoch würde ich sagen, also dennoch würde ich an deiner Stelle, würde ich sagen, dass ich an deiner Stelle da mich zurückhalten würde. Du bist wirklich erst 16 Jahre alt und der ist fast 30. Und der ist in festen Verknüpfungen. Ich glaube, es entstehen viel, viel, viel mehr Probleme, die bald all das überschatten würden, was du da an Liebesgefühl hast. Jetzt kannst du dich natürlich da reinsteigern in dieses Verliebtsein und du kannst dich aber auch ein bisschen runterfahren. Ich würde dir raten, dich runterzufahren. Ja. Wirklich, also ich witter schon viel Ungemach und viele, viele Probleme, die da entstehen könnten. Und ich habe auch ein bisschen Sorge, dass der dich ausnutzen könnte, was du vielleicht jetzt nicht so glaubst, aber ich denke es schon. Ja, so. Das stimmt. Mhm. Also ich höre immer zu, was piepsen, also entweder habe ich jetzt hier akustische Täuschung. Ja, es piepst wirklich, höre ich gerade. Von meiner Regie, das kriegst du wahrscheinlich nicht mit. Also, ich habe dir meine Meinung gesagt, Denise. Ja. Alles Liebe, alles Gute. Ja, könnte ich vielleicht ein Autogramm haben? Ja, dann rufen wir dich gleich nochmal an. Tschüss. Alles klar, tschüss. Was war das denn, dieses Gebiet? Das macht ein Jajek. Da kann man ja gar nicht richtig zuhören. Mann, oh Mann. Hier ist die Ines, hoffentlich ohne Piepsen. Ines, 34, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Ines. Hi. Um was geht's bei dir? Ja, um genau dasselbe Thema wie gestern. Die verwahrlosten Kinder oder Kindheit? Jawohl, ja. Ja. Also meine Zwillingsschwester und ich, ich muss dazu sagen, unsere Mutter, die hat getrunken während der Schwangerschaft. Mhm. Wir waren Drillinge. Mhm. Unser Drillingsbruder ist gestorben. Mhm. Daraufhin. Und unsere Mutter ist auch gestorben, da waren wir ungefähr ein halbes Jahr alt. Ach, und ist sie an ein Folgen des Alkoholkonsums gestorben? Nee, die hatte ein Virus in der Wirbelsäule und der ist hoch in den Kopf gewandert. Oh, war ja. Und der Drillingsbruder, ist der während der Geburt gestorben oder auch hinterher? Der ist hinterher gestorben. Hinterher gestorben. Also ihr seid alle drei lebend auf die Welt gekommen. Richtig, aber der hat halt alles abgekriegt von der Mutter, von der Trinkerei. Mhm. Jo, und dann hat unsere Mutter wieder geheiratet, unser Vater hat wieder geheiratet, wie wir 3 Jahre alt waren. Mhm. Und dann fing die Hölle an. Mit der neuen Frau? Ja. Mit dem Vater auch, oder hat der euch... Nee, der Vater, der war lieb zu uns. Was hat die Frau mit euch gemacht? Misshandelt. Misshandelt? Misshandelt, ja. Also ich habe mal an der Lampe geschaukelt und habe mir einen Kopf angestoßen und bin daraufhin ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Und am nächsten Tag hat die Kriminalpolizei vorm Bett gestanden. Weil die das nicht geglaubt haben, oder wie? Nee, weil ich von oben bis unten blaue Flecken hatte. Ach so. Mhm. Jo, und... Und da waren die ja irgendwie alarmiert. Wie alt warst du da? 3. Ach, 3, da warst du ganz klein. Ja. Und unsere Stiefbrüder haben sich halt an uns vergriffen. Moment, bleiben wir nochmal bei der Polizei. Ja. Soweit du das weißt, du wirst dich daran nicht erinnern können. Nee. Ist die Polizei dem nicht nachgegangen, dass du grün und blau warst? Doch. Ja, aber das ist nichts draus geworden? Ja, die hatten, glaube ich, einen Gerichtstermin, aber das ist dann irgendwie, keine Ahnung, was da rausgekommen ist. Ist verlaufen, im Sande verlaufen. Ja. Ja. So, dann gab es Stiefbrüder, sagst du. Wie viele Stiefbrüder? 2. Welchem Alter waren die? 20 damals. Damals schon 20? Ja, ja. Und ihr wart ein paar Jahre alt? Ja, richtig. Das war ein riesen Altersunterschied. Ja. Mhm. Ja, die und in welchem Alter wart ihr, als die Stiefbrüder sich an euch vergangen haben? Also ich kann mich daran erinnern, da war ich ungefähr 3 oder 4. Mhm. Da habe ich meinen ersten Sohn großgekriegt. Mhm. War die Stiefschwester dabei immer? Die Zwillingsschwester, war die dabei? Nee, die haben das immer getrennt gemacht. Aber es haben beide Jungen mit beiden Mädchen gemacht? Ja, ja. Und wie lange ging das? Bis zu welchem Alter? Bis zum 16. Lebensjahr. Bis zum 16. Lebensjahr? Ja. Da waren die ja schon dick Ende 30. Ja, ja, richtig. Also ich muss dazu sagen, wir sind auch im Heim aufgewachsen, deswegen. Wir sind vom Jugendamt rausgeholt worden. Aber wir haben halt Besuchswochenende gehabt, wo wir dann zu den Eltern gefahren sind und da ging es halt weiter. Und die im Heim haben das nicht gemerkt, wenn ihr dann zurückkamt, dass da irgendwas schief läuft? Nee. Haben die euch dann, hat die Stiefmutter euch bei diesen Besuchen auch geschlagen? Ja.
Also, warum wolltet ihr denn dann überhaupt nach Hause? Oder warum seid ihr nach Hause gegangen? Dem Vater. Ja. Und gab es nicht mal irgendwie so eine Situation, sich dem Vater anzuvertrauen? Also unsere Stiefmutter hat uns immer gedroht, dass sie uns umbringt, wenn wir irgendwas sagen. Mhm. Die hat mir mal einen Schlappen auf den Kopf gehauen, da habe ich nachts einen Krampf im Fuß gehabt. Mhm. Und da habe ich eine Platzwunde am Kopf gehabt. Mhm. Und da hat sie zu mir gesagt, wenn ich am nächsten Morgen was sage, und dann ist die Kacke am Dampfen. Und so hat das immer funktioniert? Das hat immer funktioniert. Und der Vater hat auch nichts gewittert, irgendwie? Nee, der war Taxifahrer. Der hat das nicht mitgekriegt. Der war nicht viel zu Hause und hat das... Und die sexuellen Übergriffe, haben die Stiefbrüder euch auch gedroht? Ja, ja, klar. Immer. Ja. Auch gesagt, dass... Ja, was haben die gedroht? Ja, dass sie uns umbringen. Einmal bin ich in die Küche reingekommen, da hat er gesagt, mach hinter dir die Tür zu. Und dann ist er auf einmal mit einem großen Messer auf mich zugelaufen. Mhm. Ja. Diese sexuellen Übergriffe, war das auch Geschlechtsverkehr, den du ausüben musstest mit, mit dem Stiefbruder? Mhm. Auch. Mhm. Ja. Jetzt bist du 34. Richtig. Hab zwei Kinder auf die Welt gebracht und das erste ist schon gestorben. Das erste ist gestorben? Ja. Warum? Was ist passiert? Das ist ertrunken. Ertrunken? Ja, mit 18 Monaten. Wo? In Österreich. Warum ertrunken? Weil es aus dem Gasthaus hinten rausgelaufen ist und... In so einen Teich rein, oder? Fluss. Ein Fluss? Mhm. Gott, oh Gott. Mhm. Das heißt, jetzt hast du schon so eine schwere Vergangenheit hinter dir und dann kriegst du auch so einen Schicksalsschlag noch ab, dass dein Kind stirbt. Ja, mein zweites Kind habe ich nicht bei mir. Hast du nicht bei dir? Nee, das ist in Österreich. Und warum ist das in Österreich? Bei meinem Ex-Mann. Der hat, weil ich mich von ihm habe scheiden lassen, hat er... halt Rache genommen, hat halt erzählt, ich würde meinen Sohn vernachlässigen und verwahrlosen lassen und er hat halt gesagt, wenn das nicht zieht, dann erwähnt er, dass ich im Heim war und was da passiert ist und wenn das nicht zieht und dann nimmt er halt meine Tochter. Ah, ja. Und das hat er geschafft, das hat er so durchgekriegt alles. Ja, ja. Mhm. Ich würde dich gerne noch zu deiner Vergangenheit etwas fragen. Ja. Als du dann mit 16 oder als ihr dann mit 16 da raus... Also, das kann man ja nicht sagen. Ihr raus wart ihr ja schon vorher. Richtig. Wann, das hörte auf, die sexuellen Übergriffe, als du 16 warst. Ja. Warum hörte das dann auf? Weil mein Stiefbruder sich an meiner Schwester wieder vergangen hatte und ich bin später ins Bett gegangen und sie hat mir das erzählt. Mhm. Und ich habe gesagt, jetzt ist Schluss. Ich habe keine Lust mehr darauf. Mhm. Und daraufhin habe ich das am nächsten Tag der Stiefmutter erzählt und Vater halt. Auch ein Vater? Ja. Ja. Und der hat halt gesagt, wenn er noch einmal uns anfasst, dann bringt er ihn um. Also der Vater hat euch sofort geglaubt? Ja, ja. Ist der Vater dann noch, hast du denn dem Vater dann noch mehr erzählt, was auch mit der Mutter passierte? Nee. Lebt der Vater noch? Ja. Hast du es ihm bis heute nicht erzählt? Nee. Warum nicht? Nie drüber gesprochen. Nee, das ist... Warum? Ich weiß es nicht. Ich traue mich irgendwie nicht, weil ich Angst habe, dass ich ihn verliere. Weil das ist eigentlich alles für mich. Das heißt, du verkehrst jetzt mit deinem Vater und hast doch ständig die Frau vor Augen, wenn du ihn besuchst? Nee, die Frau ist gestorben. Ach, die Frau ist gestorben? Ja, die ist gestorben. Ach so, die Frau ist gestorben. Die ist schon lang tot. Ein Jahr vor meiner Tochter ist sie gestorben, ja. Und warum hast du Angst, jetzt wo die Frau tot ist, dass du deinen Vater verlierst, wenn du erzählst, was damals passiert ist? Weil es nichts ändert. Mhm. Es ändert einfach nichts. Mhm. Und du hast Angst, dass du ihn auch so sehr belastest? Ja, ja. Aber verlieren würdest du ihn nicht. Er würde wahrscheinlich verzweifeln vielleicht darüber. Nee, ich glaube, er möchte es nicht hören. Mhm. Mhm. Also der Kontakt dann zu diesen Stiefbrüdern ist auch komplett abgebrochen danach? Ja, ja. Und okay. Du hast aber deinen Kontakt zu deinem Vater, hast du? Ja. Und ja. Das ist ein guter Kontakt? Ja. Mhm. Gott sei Dank, ja. Ja, ich kann es auch verstehen, dass du vielleicht dann gar nicht, warum jetzt die ganze Vergangenheit wieder aufwühlen. Man kann eh nichts ändern. Und wenn du jetzt einen guten Kontakt zu deinem Papa hast, dann ist es ja ein spätes Glück, sagen wir es so. Ja, richtig. Aber ihr habt nie diese Stiefbrüder angezeigt? Nee. Ich habe mal drüber nachgedacht, aber ich weiß nicht, ob das was bringt, weil das ist verjährt. Ja, man hätte es damals sofort machen müssen, aber da wart ihr wahrscheinlich, hattet ihr andere Sorgen und wart angeschlagen. Angst natürlich, ja klar. Und das ist, wenn man dauernd getroffen.
rot wird. Mhm. Ich meine, ich habe mal vergessen, meine dreckige Wäsche in die Waschmaschine zu tun, weil wir samstags immer zu Hause gebadet haben. Und da hat mich meine Stiefmutter fast in der Badewanne ertränkt. Mhm. So Dinge halt, das ist. Mein Gott, was haben wir gestern und heute jetzt auch schon schlimme Geschichten gehört, was Menschen für Kindheiten hinter sich haben. Ja. Und bei wie vielen Menschen das wahrscheinlich der Fall ist, wo man das gar nicht so vermutet, wenn man so in den Bekanntenkreis guckt. Vieles wird ja auch verschwiegen und nach außen hin wird eine Fassade aufrechterhalten. Und das ist das Schlimmste daran. Das ist das Schlimmste daran. Und hinter den Kulissen leiden die Kinder, die schwächsten Leidenden. Ja. Ja. Liebe Ines, ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Dankeschön. Mach's gut. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Holger ist hier. Holger ist 37. Guten Morgen, Holger. Ja, guten Morgen, Domian. Schön, dass ich mal mit dir sprechen kann. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ja. Und was geht's bei dir? Folgendes. Ich hatte gerade eingeschaltet, wo der junge Mann mit dem krummen Penis war. Ja. Und du machst bitte den Fernseher, das Radio, den Ton ganz runter. Ganz runter. Ja, aber gerade war es noch nicht. Jetzt ist es weg, genau. Nee, ich habe gar nichts gemacht. Also ich habe vorhin schon ganz runter gedreht. Okay. Ich kann auch ganz ausmachen. Ja, okay. Also du hast gerade so zugehört, als ich mit dem Anrufer gerade gesprochen habe. Richtig, genau. Felix war das, genau. Und Felix. Mhm. Namen habe ich nicht mitbekommen. Und zwar, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe das auch. Mhm. Und zwar, wenn man sich eine Banane vorstellt, nach unten verkrümmt. Mhm. So ähnlich sieht das aus. Mhm. Und am Anfang hatte ich auch in der Pubertät heftige Probleme damit. Mhm. Tierisch geschämt. Und hinterher hat sich aber herausgestellt, ja, dass es von großem Vorteil sein kann, weil man so besser den Kitzler von der Dame stimulieren kann. Ja, so. Genau. Ja. Ja, du hast recht, ja. Und zwar kann ich dazu noch eine Sache sagen. Ich wohne hier in so einer Hochhaussiedlung und hier sind sehr viele Russen. Mhm. Und da habe ich tatsächlich einmal mitbekommen, einen Russen, den ich sehr gut kenne, der hat Folgendes gemacht. Mhm. Der hat seinen Penis auf den Waschtisch gelegt, eine Rasierklinge reingeritzt und eine kleine Kunststoffkugel reingenäht. Wie bitte? Ja, das ist wirklich wahr, das habe ich gesehen. Wie Kunststoffkugel? Wo? An den Rand oder obendrauf? Oder? Direkt hinter der Eichel. Hinter der Eichel? Hinter der Eichel. Was? Wie groß war die Kunststoffkugel? Wie diese aus diesen... diese Schusspistolen, diese Kugelpistolen, so ähnlich sah die aus. So in der Größe, ein bisschen größer vielleicht. So groß wie eine Nuss, oder wie? Wie eine Erbse. Wie eine Erbse. Wie eine Erbse. Wie eine Erbse. Ja. Mhm. Mhm. Und das hat er insgesamt zweimal gemacht. Die ist zwar immer wieder rausgefallen, aber so haben die da rumexperimentiert. Ich fand das auch schrecklich, ne? Ja, und was hat das jetzt mit dem krummen Penis zu tun? Also ich finde das von Vorteil. Also ich habe wirklich Jahre drunter gelitten und... Ja. Achso, die Geschichte mit den Russen wolltest du einfach mal so erzählen? Ja, und zwar, wenn der, musst du dir so vorstellen, wenn der wie eine Banane nach unten gekrümmt ist. Ja. Und dann finde ich, kann man den Kitzler, und das fanden meine langjährigen Beziehungen, fanden das auch. Ist mir klar, also du willst einen... Kitzler besser stimmen. Ja, also ein Plädoyer für den etwas gekrümmten Penis des Mannes. Ja. Jetzt erklär mir aber nochmal, warum du mir das mit der Kundschaftkugel gerade erzählt hast. Weil ich das so obskur fand. Achso, das wolltest du einfach mal erzählen. Einfach mal so zwischendurch, weil die Russen, die kommen auf heftige Sachen. Ja, bisweilen. Die machen echt heftige Geschichten. Bitte nicht nachmachen, das könnte böse enden. Das könnte wirklich mit dem Tod enden. Und was weiß der Himmel, ne? Ja, also... auf jeden Fall ist das kein Problem, wenn er leicht gekrümmt ist. Im Gegenteil sogar, es kann sogar sich sehr vorteilhaft auswirken beim Sex. Und man kann die Frau vielleicht ja noch glücklicher machen als mit einem ganz geraden Penis. Mhm. Denke ich, und so hat meine Ex-Frau auch gedacht. Ja, super. Danke für den Hinweis, Holger. Danke. Danke. Mach's gut. Tschüss. So was machen die Russen? Das habe ich aber nie gehört. Die Russen schneiden sich ihren Penis auf und tun da Plastikkugeln rein. Na. Hier ist Martha. Martha ist 48. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Martha. Hallo. Um was geht's bei dir? Mein Mann hat eine Freundin. Mein Mann ist 50. Das Mädchen, muss ich sagen, ist 26. Oh, das ist bitter für dich, ne? Ja. Im doppelten Sinne, glaube ich. Sowieso, wenn er eine Freundin hat und dann sich so eine Junge zu holen. Ja, unsere Tochter ist 25. Wie lange hat er die Freundin denn schon? Seit Juni. Bist du ihm auf die Schliche gekommen? Ja, klar. Wie? Wie?
Angefangen hat es eigentlich am 1. Mai, da hat er sehr heftig mit ihr rumgeknutscht und irgendwann hat sie ihn auf dem Handy angerufen. Mhm. Und da habe ich schon gedacht, komisch. Und er hat sich sehr verändert, er war also geistig nicht mehr anwesend, nur noch körperlich. Moment mal, woher weißt du denn, dass die im Mai geknutscht haben? Hat er dir das erzählt? Ja, da war ich dabei. Ach, da warst du dabei? Da war ich daneben gestanden und bin dann wutentbrannt heim. Wie bitte? Du bist als Frau dabei und der knutscht mit einer 25-jährigen Frau rum? Ja, ich weiß. Was war denn das für eine Frau? War das eine Bekannte von euch oder wie? Ja, die arbeitet bei uns am Supermarkt. Die arbeitet, das ist nicht euer Supermarkt? Nein. 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 Ja, und was war das? War das ein Fest? Das war Maifeier, das war ein Fest. Ja. Nein, da wird was getrunken und wird rumgeschäkert und... Und du bist da, ich fasse es gar nicht, du bist dabei und der knut das junge Mädel ab. Genau. Und da bist du weggegangen? Ja. Zu Recht, wütend? Ja, klar. Ja. Aber das blieb dann nicht bei dem einmaligen Knutschen? Anscheinend nicht, nein. Irgendwann habe ich dann natürlich angefangen, das Handy zu kontrollieren. Da waren dann, im Juni waren dann die SMS drauf, ich vermisse dich und... An unserem Hochzeitstag, das war der 25. Juli, da hat sie ihm geschrieben, sie liebt ihn so und sie wünscht sich nicht mehr als noch eine Nacht mit ihm. Wann hast du ihn angesprochen? Ich habe immer schon versucht, mit ihm zu reden, also im Juli auch schon und an unserem Hochzeitstag natürlich dann auch. Und er hat immer gesagt, ja, und das hat ja nichts mit mir zu tun und er geht ja nicht mit ihr ins Bett und... Aber das tut... Er heute schon? Ich weiß es nicht, er sagt nein. Er sagt nein, aber die haben Kontakt miteinander? Ja klar, er besucht sie, er hat sie am Sonntagnachmittag besucht. In der Zwischenzeit sagt er mir es ja schon, weil ich gesagt habe, mit Lügen kann ich überhaupt nicht umgehen. Wie oft besucht er sie denn? Einmal in der Woche. Das weißt du, die anderen Sachen weißt du vielleicht gar nicht. Und wie lange bleibt er dann da? Ja, also jetzt am Sonntag waren es vielleicht 1,5 Stunden. Mhm. Oder zwei. Also und er sagt dann, ich fahre jetzt zu der hin? Ja, ist dreist. Ja, aber hallo. Ich bin ganz, ganz sprachlos. Ja, ich auch. Und wenn du mit ihm darüber sprichst, was das Ganze soll, wie rechtfertigt er das? Ja, er sagt einfach, er mag sie so gerne und sie hat sich ja verliebt in ihn. Er sagt, ja, wenn ich dann sage, ja, was soll das bringen? Das ist doch... Hirnrissig sowas eigentlich. So, wenn du jetzt immer mit einem, dich einmal, zweimal in der Woche mit einem jungen 25-jährigen Mann treffen würdest und würdest sagen, ach, ich mag den doch so gerne und ja, der hat sich in mich verliebt. Ja, da könnte er nicht umgehen damit. Könnte er nicht damit umgehen. Nee. Dann wäre aber die Hölle los wahrscheinlich. Genau. Ne? Wie hältst du denn das aus? Schwer. Ja, das glaube ich aber auch. Das ist ja schon eine Verletzung, eine Demütigung. Mhm. Wie lange soll denn das noch so laufen? Ja, das frage ich mich auch. Was sagt er denn? Von ihm aus soll das dann jetzt so weitergehen? Da äußert er sich nicht. Mhm. Es hat ja schon nachgelassen, sagen wir mal so. Er hat ja jetzt, wo er noch nicht so ehrlich war zu mir, da hat er es bestimmt dreimal in der Woche besucht. Wie ist denn eure Ehe? Ja, die war etwas eingeschlafen. Mhm. Vermutlich sehr lange verheiratet? Sehr lange schon, ne? 25 Jahre. Ja. Mhm. Eingeschlafen heißt, kein Sex mehr? Doch. Doch. Das schon. Aber so die übliche 0815-Nummer? Ja. Der Klassiker? Ja, genau. Mhm. Liebst du ihn noch? Ja. Liebst du ihn oder ist das einfach die Verbundenheit eines Vierteljahrhunderts? Nein, ich liebe ihn. Du liebst ihn. Das heißt, du bist an dem Mann interessiert? Ja. Und du möchtest ihn nicht gehen lassen? Nein. Wie äußert er sich denn über seine Gefühle zu dir? Was sagt er? Letzte Woche hat er gesagt, er liebt mich und er möchte mich nicht verlieren. Er will mich, würde sich auch nie scheiden lassen. Mhm. Aber, warum dann so Geschichten? Mhm. Ja, die Frage hast du ihm sicher auch gestellt. Mhm. Und die Antwort ist immer dieselbe, weil... Genau. Mhm. Und er sagt auch nicht, wie lange das gehen soll. Nein. Mensch, Martha, das darfst du nicht mit dir machen lassen auf die Dauer. Das ist nicht gut. Ich weiß. Du musst dir mal eine Grenze aufzeigen. Selbst mit der Gefahr vielleicht, dass du ihn verlierst. Mhm. Aber du kannst ja nicht auf Dauer das fünfte Rad am Wagen sein. Nein. Das ist zu bitter. Es
total verletzend. Und total. Wenn ich mich in dich hineinversetze, wenn der sagt, ich gehe jetzt dahin und du weißt, jetzt ist der bei dir. Dann tigert ich die ganze Zeit durchs Haus. Das glaube ich. Oder gehe mit dem Hund spazieren, um mich abzulenken. Nee, das darf man nicht zu lange mit sich machen lassen. Und das muss der kapieren, dass der das mit dir nicht machen kann. Im Moment hat der, glaube ich, das Gefühl, der kann das mit dir machen. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, nach dem Motto, die habe ich eh im Sack. Da kann ich mir eigentlich erlauben. Ja. Ja, aber das ist immer das, wenn man in so einer Lage ist, ich weiß, das ist immer so sehr schwer, aber da muss man Härte zeigen, um sich selbst zu schützen. Und letztendlich machst du dich für ihn dann ja auch noch wiederum interessanter. Wenn der merkt, dass du eben nicht so einfach zu haben bist, sondern dass er sich da auch vielleicht nochmal anstrengen muss. Wie waren denn die eigentlich so die Ehejahre, so das Gros der Ehezeit, war das gut? Ja, eigentlich schon. Ja. Also ist das ja schon ein Wert und eine Qualität. Wir haben uns immer gut verstanden, wir hatten nur die üblichen Meinungsverschiedenheiten, die es halt in jeder Ehe gibt, aber jetzt so. Ist er denn so ein Typ, ich frag's nur mal, kann ja sein, dass du gleich sagst, nee, macht er nicht mit, würde der mit dir zusammen zu einer Eheberatung gehen? Habe ich schon mal versucht. Und? Ja, er hat gesagt, er war nicht begeistert. Er hat gesagt, ja, das kriegen wir alleine wieder hin. So, das war aber im Juli. Pass auf, das ist doch vielleicht ein ganz guter Weg. Da musst du sagen, das ist doch eine ganz gute Strategie. Du sagst jetzt, ihr sind wieder so viele Monate ins Land gezogen, wir haben es nicht alleine hinbekommen. Mhm. Ich möchte jetzt, dass wir zusammen dorthin gehen. Wenn dir etwas an unserer Ehe wert ist und dir etwas daran liegt, dann musst du das mitmachen. Ne? Dann forderst du ihn heraus. Ja. So, und wenn er dann immer noch sagt, ich mach das nicht, dann gehst du alleine dahin. Ja. Das finde ich auch immer gut, das kann man machen. Dann hast du schon mal einen festen Ansprechpartner und das bringt ihn auch unter Zugzwang, weil du sprichst ja dann mit einer kompetenten Persönlichkeit oder Person über deine Ehe und deine Probleme. Ja. Ja, das muss ich dann in die Wiege leiten. Würde ich schon mal versuchen, ja. Und auch generell mehr Härte zeigen und auch... Ja, du hast auch richtig Grund, sauer zu sein, wenn er das macht. Ich bin total Zeig's ihm auch. Wütend. Und in der Zwischenzeit zeige ich es ihm auch, weil... Aber volle Kanne zeigt ihm das. Ich kann nicht mehr. Geht nicht. Mach da, jetzt ruf... Ich kann nicht immer eitel Sonnenschein machen. Aber das sollst du auch gar nicht. Nee. Das sollst du auch nicht. Liebe Machta, jetzt rufen wir dich zurück. Das heißt meine Psychologin, die Anja. Ja. Und die gibt dir noch eine Adresse oder mehrere Adressen von Eheberatungsstellen in deiner Umgebung. Alles klar. Und dann kannst du entscheiden und sei härter. Ja. Alles Gute. Alles gut. Ja, tschüss. Danke. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Uwe Petersen. Morgen heißt unser Thema extreme Neigungen. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die solche extremen Neigungen haben. Im Bereich Sexualität, im Bereich Sport oder vielleicht auch eine extreme Eigenschaft haben, wie extrem geizig zu sein. Das ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen unter unserer kostenfreien Telefonnummer oder natürlich auch während der Sendung. Und wir sind um 1 Uhr da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Oder ihr könnt natürlich auch mailen unter domian@wdr.de.